Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen, willkommen hier zurück. Und ihr seht, ich habe es doch mal probiert. Sagen wir es mal so, ich möchte doch mal versuchen, mit den Schafen. Und deswegen müssen wir erstmal hier gucken, ob das alles klappt. Oh, Gras wird eingesammelt. Nice, so dicey. Es sieht zwar nicht schön aus, so wie ich das hier jetzt mähe. Aber mir ist das sowas von egal. Das ist nicht meine Wiese, auf der ich hier gerade bin. Es ist gerade ein Versuch, sowieso die Schafe zu halten. Ich werde mir einfach mal zwei hier holen. Und Wasserbehälter habe ich aber noch nicht. Ich habe bisher nur das Gras. Obwohl, mir fällt gerade eine Sache ein, die ich hätte vorher gucken müssen, weil ich natürlich ganz schlau bin. Gibt es natürlich die Tiere. Schafe. Und die brauchen Heu, Gras, Wasser, Sauerkeit. Und dann tun sie Wolle. Oh, eigentlich geht das ja. Also wir brauchen wirklich nur noch Wasser. Und das hier runter zu transportieren, ja, das ist eine kleine, größere Sache. So, und wir müssen jetzt gehen. Ja, ich besitze dieses Feld nicht, genau das habe ich mir auch gedacht. Und deswegen Mähwerk aus. Wir fahren mal noch ein bisschen drüber. Drehen. So. Damit es ein bisschen ordentlich aussieht, setzen wir gleich an. So. Ja, wir kommen zum nächsten Part von Alice. Ich weiß nicht, ob ich mich schon eigentlich schon begrüßt habe. Wir kommen hier bei Man of War auf dem Kanal. Ihr wisst es ja. So, 17:05 Uhr. Ihr seht ja die reale Zeit. Wir haben 17:05 Uhr an einem Donnerstag. Morgen habe ich Spätschicht. Das ist ein Freitag. Und das ist der 24. Und wir versuchen jetzt ein bisschen für die Schafe alles vorzubereiten, beziehungsweise vielleicht schon mal das Wasserbehälter auch zu holen. Wir haben ja, ich sag jetzt mal, wenn wir 15 mit dem Video fertig sind, ist ja eigentlich alles gut. Es soll ja jetzt kein Großvideo schon werden zu Schafproduktion XXL oder wie ist der Geier wie. Das ist ja alles die Ausprobierung. Also wir brauchen jetzt sowieso dann die Teleskoplader noch, wir brauchen Anhänger, um die Wolle dann wegzutransportieren. Beziehungsweise wir können sie ja horsten. Hosten? Nee, horten. So. Und ja, da gucken wir mal. Ich weiß noch nicht mal, wo ich eigentlich Wasser holen kann. Das müsste ich eigentlich auch mal gucken. Okay, hier geht das also nicht. Da fahren wir eben hier runter nochmal und machen hier so ein kleines bisschen. Für die Zuschauer, die vielleicht schon was geschrieben haben. Ja, ich bin bescheuert vielleicht. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ja, ich bin wahrscheinlich bescheuert. So. Also das Gras ist eigentlich kein Problem. Das gehört uns noch nicht mal. Und wir können es trotzdem mähen, das ist geil. Was mir ja schon im letzten Part auffiel, so, das gab es damals als extra Mission beim LS17. Ja, LS16. Nee, LS17. Nee, LS14. LS15, so. Jetzt haben wir's. Also im LS15 gab es das ja als Sondermission, dort und dort mal zu mähen. Also den Campingplatz oder. Und ich fand das, naja, weiß ich nicht, ob ich das besser finde als das hier. Gerätewahl, Pick. Alles klar, das kann, achso, ja klar, So, das sehen.
Und natürlich noch ausmachen, B, was echt auf den Sack geht. So, dann fahren wir. Fahren wir mal hier hin. Oh. Ja, den brauchen wir sowieso dann gleich auch noch, im besten Falle. Geil mit der Bahnschrein, das habe ich auch noch nie. Ich war hier unten noch auch noch nie. So, ich würde sagen, das sieht fast mehr nach Futter aus hier. I. Jo, es klappt. Ich würde mal sagen, den lassen wir hier so stehen. Den auch. Okay. Hä? Und dort verkaufen kannst. Okay, gut. Schnell mal abkuppeln. Und kann ich mir Geld zuleihen oder muss ich zur Bank fahren? Ja, ich kann das so leihen. Sehr gut. Dann holen wir uns nämlich noch den Wasserbehälter und kaufen den jedenfalls schnell. Und dann wissen wir im nächsten Part, wo es eigentlich hingeht. Tiere. Also wir brauchen einen Kredit. Nee, nein, zweimal. Aber ich brauche noch die Tiere. So. Also Tiere. Kommen wir uns den hier. Jo. Und dann müssen wir noch zum Tierkauf fahren. Und die müssen ja uns das noch hin transportieren. Ich habe noch nicht mal so viele Fahrzeuge und trotzdem drücke ich die ganze Zeit Tab. So schnell hier durchfahren. Ah, natürlich falsch rum. Oh, zum Glück sind die Schilder durchsichtig. Mensch, Leute. So, ich beeile mich mit diesem Part. Ich würde gerne wissen, wo das Wasser noch ist. Wo ich Wasser holen kann. Es wäre vielleicht schön zu wissen. Wo gibt es Wasser auf der Map? Kann man das hier erkennen? Hm. Gemüselager. Spinnerei. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns jedenfalls noch in diesem Part die Tiere. Und ich werde mal alleine nochmal auf die Suche gehen von... Wir werden mal hinten rumfahren, damit wir mal ein bisschen andere Strecke sehen. Von dem Wasserbehälter. Das würde ich gerne mal... Obwohl, ich glaube, die gibt es hier oben, oder? Wir fahren mal kurz durch den Wald. Wir machen mal kurze Fahrt durch den Wald, aber ich glaube hier oben. Ich glaube, das war auf der anderen Map. Hier könnte man so schön dann sein Holzlager aufbauen. Aber Holz ist sowieso eine Sache. Ich hoffe, die wird im nächsten Part auch einfacher gemacht, auch wenn es eigentlich einfach genug ist. Aber die ganze Zeit mit der Maus zu steuern. Ist natürlich schon nicht gerade ohne, sage ich jetzt mal. Hoppala, Schluck auf die ganze Zeit. Das ist schlimm.
So, gibt es vielleicht hier irgendwie eine Wassertrinke? Hier sind die Hühner. Ah, nein, das war falsch. Ja, das ist eine Tankstelle. Soweit weiß ich auch. Aber tanken will ich nicht. Ha. Ja, gut, wie gesagt. Vielleicht gibt es auch auf unserem Hof. Aber wir wollen diesem Part noch Kühe kaufen. Schafe kaufen. Ah, ich wollte auch hier nicht lang. Ich wollte durchs Dorf fahren. Um das Dorf ein kleines bisschen zu sehen. Das kenne ich ja noch nicht. Ja, aber ich bin. Hä? Ach so, ich bin zu weit gefahren. Ja, warum auch nicht? Also, das war natürlich geplant. Also, alles kein Problem, alles geplant. Oh, ja. Wie habe ich das gemacht? What the fuck? Jetzt sehe ich ja erst recht gar nichts mehr. Okay, wir machen kurz einen Jump. Alles. Hä, wie habe ich das gemacht? Alt, C, V, hier, da, was? Hier. Nein, nicht Q. Ah. Irgendeine Tastenkombi. 4, R, T, was ich. Was weiß ich, hä? Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht wieder was. Hä? Was passiert hier? Was ist hier? Ja, schönes Auto, nicht wahr? Also, ich bin gerade sowas von verpeilt, was hier überhaupt los ist. Jetzt will ich aber mal gucken, wenn das schon an ist. Ah, okay, es ist so der Seherradius. Also wenn dann irgendwas ist im Wege, steht das Auto. Okay. Alter, das macht ja richtig das Kopf kaputt. Geht's hier rum? Oh, kleiner Jump. So, jetzt ist natürlich die Frage. Kann ich hier kaufen? Tiermenü. Schaf. Kaufen. Bü 300. Ja, wir können 4 Kühe. 4 Schafe. Damit bin ich auch einverstanden. Ja, und den Rest gucken wir uns beim nächsten Mal an. Würde ich sagen, müssen wir beim nächsten Mal sagen, damit sich Ciao, ciao.